Das ändert sich im April 2023. 2023 ist das Jahr der Änderungen. Viele davon haben bereits stattgefunden, andere, wie die Lohnerhöhung für Maler, kommen im April. Deutschlandticket. Das 49-Euro-Ticket soll ab dem 1. Mai 2023 bundesweit gültig sein. Der Verkaufsstart ist knapp einen Monat vorher. Ab dem 3. April können die Monatstickets erworben werden. Atomkraftwerke. Zurzeit laufen noch 3 Atomkraftwerke in Deutschland. Mitte April sollen diese jedoch abgeschaltet werden. Dies gab das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung bekannt. Die Atomkraftwerke sollten ursprünglich Ende 2022 runtergefahren werden. Lohnerhöhungen für Maler und Lackierer. Seit dem 1. Januar gilt der neue Tarifvertrag im Maler- und Lackiererhandwerk. Ab dem 1. April kommt eine weitere Lohnerhöhung. Der Mindestlohn 1 für Helfer steigt auf 12,50 € und der Mindestlohn 2 auf 14,50 €. Zum 1. August 2023 wird außerdem das Ausbildungsgehalt angehoben. Corona-Regeln. Die gegenwärtigen Corona-Regeln sind noch bis zum 7. April gültig. Wie es danach weitergeht, muss die Bundesregierung entscheiden. Aktuell gilt bundesweit eine FFP2-Maskenpflicht in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen.